Logbucheintrag Nummer 32, Captain Kirk Beard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Jo, das Außenteam ist wieder auf dem rechten Weg zurück, nachdem sie sich mit einigen Sumpftieren angelegt haben. Diese Gefahr scheint uns Zwerge wirklich nicht leiden zu können. Naja, sehen wir mal, was ihnen weiter so passiert. Okay, jetzt können wir erst einmal im Charaktermenü die Punkte verteilen. Und Rüstungen reparieren. Du hast 2 Punkte Fortress. Wäre zum Beispiel nicht schlecht. Powerful Acceleration. Maximum Damage. Das wäre zum Beispiel nicht schlecht fürs Erste. Ja. Machen wir mehr Ramp-Fähigkeit. Weil die Steinform, die benutze ich nicht so oft. Was ich eigentlich machen sollte. Forcer hat 2 Punkte für First. Achso, First Aid tut. Bringt die Leute mit mehr Health zurück. Attack Speed für Allies. Armor of Allies. Gegner paralysieren, das ist nicht schlecht. Und du kriegst Inner Shadow 2 am besten. Oder ich mach mal Weeping und Concentration. Ja, mach ich die beiden mal. So, weil so oft brauche ich hoffentlich wahrscheinlich nicht 3 Shadow Shifts hintereinander. Auch wenn es wahrscheinlich praktisch wäre, aber fürs Erste geht es. So, dann brauchst du noch 6, 7 Punkte. Du brauchst 6 Punkte. Und du 4. Okay. Macht auch irgendwie Sinn soweit. Gut, bevor ich aber jetzt weitergehe. Es ist mir erst einmal gottverdammt wichtig, dass ich meine Zwerge heile. So. Der bringt nichts, ich muss schon mit dem schießen. So. Gut. Das war Zwerg Nummer 1. Das war Zwerg Nummer 2. So, komm wieder raus. Das war vielleicht jetzt zu lang gewartet. Ja, war's auch. Egal, das bisschen macht uns jetzt nichts aus. Hauptsache, sie sind fast wieder voll alle. Gut. Das heißt dann hoffentlich, dass wir jetzt einfach weiter können. Ja. Sehr schön. Und das nächste Kapitel. Waterfall Valley. Also das Wasserfalltal. Das Piratencamp liegt in der Nähe der Ruinen eines antiken Fischerstadt. Piraten haben sich diesen Punkt ausgesucht, um Zugang zu den alten Pfaden zu haben. Diese Wege waren lange verlassen, also benutzen die
Piraten sie, um große Frachten zu transportieren. Karawanen für Höhlenbewohnerführer. Oder Karawanen. Nee, Karawanenführer. Kutschersock. Also das sind alles Karawanenleute, keine Höhlenleute. Weil ich irgendwie das Wort immer als Cave interpretiert habe. Entschuldigung dafür. Also wenn mich jemand berichtigt in den letzten Folgen, dann tut's mir leid. Ah, Action Panel. Gut, legen wir los. Now we need to cross the waterfall valley. Ja. Oh, war das alles? Da gibt's wohl wieder Sondierungsarbeit für den Shadow. Dich kann ich leider nicht weghaschen von hier aus. Und auch nicht wegschießen, weil dich einer sehen könnte. Ja, Also hier ist viel los. Weitersehen kann ich leider im Augenblick nicht. Das hier ist jetzt echt gut. Da wäre zum Beispiel ein Item. Aber ich wette, wenn ich das nehme, sehen sie mich. Nein, sie sehen mich nicht. Oh. Aber er hat mich gehört. Da oben sind solche Explosionsdinger. So kann ich nur wieder zurück. Gut, okay. Das beeindruckt die Piraten auch nicht wirklich. Hauptproblem sind die Jungs da oben, die alles überblicken. Das Problem ist, ich kann meine Nebelgranate auch nicht so weit werfen. Sonst könnte ich zum Beispiel den da locker und lässig ausschalten, ohne dass die da oben es merken. Können schnell wieder in Deckung haschen. Da hinten wäre nämlich der Höhlenausgang.
Da ist eine Patrouille, die ist auch nicht so schön. Und hier wären auch leider keine Verbündeten, die ich auf sie hetzen kann. Ich versuche einfach mein Glück, den da auszuschalten. So. Hat das jemand mitgekriegt? Ja, alle haben es mitgekriegt. Okay. Oder stand ich nur blöd, dass sie an mir vorbeigelaufen sind? Das könnte auch sein. Ich könnte auch erst versuchen, die da oben auszuschalten. Das kriegt der da mit. Er kriegt's mit, aber... Oh. Der da ist das Problem, hm? So. Okay. Die beiden da oben kann ich nicht so leicht ausschalten. Kann ich hier überhaupt wen leicht ausschalten? Weil ich habe da oben zum Beispiel noch einen Safe Spot gesehen, wo ich mich hinchargen könnte. Und das war's für mich. Ich wurde wohl wieder entdeckt. Oder? Da sind ja noch mehr Aufseher. Ah, Gott, ey. Also wahrscheinlich ohne einen guten Kampf komme ich da nicht durch. Wenn ich zum Beispiel den ausschalte, kriegt das jeder mit. Oder auch nicht. Das hat jetzt jeder mitgekriegt. Jedenfalls die Patrouille hat es mitgekriegt. Das war auch nichts. Ich würde wirklich gerne erstmal die beiden da oben loswerden. Das Problem ist, ich treffe den einen wegen der Säule nicht.
Und den anderen, wenn ich ihn treffe, wird der aufmerksam. Da werden alle aufmerksam. Weil den da weg zu machen, fällt auch irgendwem auf. Wem ist jetzt die Frage, wem fällt das auf hier? Weil irgendwer pfeift die ganze Zeit bei den Whistler Pirates hier. Ich wag mal was. Verrücktes. Okay. Da könnte ich was wagen, auf jeden Fall. Mist. Ich habe meine Charges verbraucht. Und jetzt geht die Rauchwolke weg. Ich muss erst warten, bis ich voll aufgecharged habe, dass ich da weiterspringen kann. So, das dauert jetzt noch ein Momentchen. So. Das war jetzt nicht so gut. Jetzt kommen sie alle hier angerannt. Nee. Ich versuche noch mal nach da oben zu kommen, wo ich vorhin war. Hier ist ein Haufen Piratengesocks, ey. Von hier aus könnte ich die beiden abknallen. So. Oder auch nicht. Versinken die da unten? Ja, ich habe es gerade geschafft, zwei zum Versinken zu bringen. Auch cool.
Auch nicht schlecht. Wow. Das ist nicht so gut. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, dass ich die einfach alle da unten in die Falle locke. Aber klappen tut das ziemlich gut. Weil jetzt sind alle weg, bis auf der da. Nicht gerade eine Meisterleistung, aber wenn es so geht, warum nicht? Wow, hier sinke ich selber ein. Das ist nicht so schön. Huch. Gut, aber erstmal wieder. Abschluss Logbuch Eintrag Nummer 32. Unser Außenteam hat es geschafft, die Ruinen des Fischerdorfes zu erreichen. Mal sehen, wie weit sie weiter vorankommen. Angeblich hat der Shadow eine Möglichkeit gefunden, ziemlich viele Piraten auf einmal ziemlich effektiv auszuschalten. Manchmal fürchte ich mich vor ihm, ganz ehrlich. Kirkbeard Ende.